Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast. Wie ihr seht, bin ich unterwegs, aber das soll mich nicht daran hindern, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen und euch einen kleinen Impuls für das Wochenende, für die nächste Woche zu geben. Wer von euch hat das nicht schon mal erlebt, dass man sich mit jemandem gestritten hat, dass man auseinandergegangen ist, dass diese Beziehung kaputt gegangen ist? Wer hat das nicht schon mal erlebt, dass man jemandem wehgetan hat, bewusst oder unbewusst? Oder dass jemanden einem selber wehgetan hat? Und diese Person bittet nicht um Vergebung oder man selber ist zu stolz, um Vergebung zu bitten. Und somit kann man diese Beziehung nicht mehr kitten, nicht mehr retten. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die uns aber ein Beispiel lässt, wie man anders handeln kann oder wie man auch anders handeln sollte. Als Jesus aufersteht und eine Begegnung mit Petrus hatte, der ihn dreimal verleugnet hatte vor dem Tod, geht Jesus nicht zu ihm hin und sagt: Petrus, was hast du getan? Petrus, warum hast du mich verleugnet? Warum hast du mich hintergangen? Ich habe dich doch gewarnt. Du hättest doch aufpassen müssen. So einen Freund brauche ich nicht. Nein, Jesus geht hin zu ihm, sieht ihn und fragt ihn nur: Simon, hast du mich lieb? Und Petrus antwortet: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus fragt noch zweimal. Und da wird Petrus traurig. Und jedes Mal, wenn er sagt: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, sagt Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Aber trotzdem, Petrus steht in der Bibel für traurig. Wahrscheinlich wird er traurig, weil er sich an seine Verleugnung erinnert. Wahrscheinlich wird er traurig, weil er weiß: Ich habe Jesus hintergangen. Ich habe Jesus verleugnet. Ich war nicht wirklich ein guter Freund. Und Jesus ist bestimmt sauer jetzt auf mich. Aber mit keinem Wort wirft Jesus Petrus irgendetwas vor. Sogar noch bevor Petrus um Vergebung bitten kann, weil in der Bibel lesen wir das nicht, dass Petrus zu Jesus sagt: Jesus, vergib mir, weil ich dich verleugnet habe. Fragt Jesus nur: Hast du mich lieb? Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Manchmal ist es so, dass Menschen etwas tun, andere Menschen verletzen, ohne bewusst zu sein, dass sie ihn verletzt haben. Und wir warten dann meistens: Der hat mir das angetan, der muss erstmal um Vergebung bitten. Sonst werde ich nicht mehr mit ihm sprechen. Aber wenn dieser Mensch es unbewusst getan hat, dann weiß er nicht, dass du verletzt bist oder dass ich verletzt bin. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch bereit ist zu vergeben, bevor man um Vergebung beten wird. Und wenn man selber vielleicht den Anschein hat, dass man jemanden verletzt haben könnte mit irgendeinem Satz oder mit irgendeiner Tat, dann sollte man zu diesem Menschen hingehen und sagen: Hey, es kann sein, dass ich dich damit verletzt habe. Ich bitte dich um Vergebung, weil ich möchte, dass wir wieder versöhnt sind. Ich möchte, dass unsere Beziehung wieder normal ist, dass wir wieder uns in die Augen gucken können und miteinander reden können. Und Jesus gibt uns das als Beispiel. Er öffnet Petrus wieder die Arme und nimmt ihn auf. Und wisst ihr, das Besondere bei Petrus ist auch, wie Jesus das mit ihm macht. Die erste Begegnung, die Jesus mit Petrus hatte, die könnt ihr im Johannesevangelium ganz am Anfang lesen. Da geht Petrus zu ihm hin und Jesus sieht ihn und sagt: Du bist Simon und du sollst Petrus genannt werden. Und jetzt, wo er nach der Auferstehung Petrus wieder begegnet, da sagt er oder fragt ihn: Simon, hast du mich lieb? Das ist wie beim Computer. Da drückt er den Knopf Reset und bringt den Computer am Anfang. Und das macht er eben auch mit Petrus. Mit Petrus nennt er ihn Simon und setzt ihn wieder an den ersten Ort, wo sie sich begegnet haben, wo sie den gemeinsamen Weg angefangen haben. Und alles, was dazwischen, alles, was vielleicht Petrus dazwischen falsch gemacht hat, wo er sich schlecht fühlen könnte, wischt Jesus einfach weg.
damit es in Petrus nicht weiter nagt. Damit Petrus weiß, Jesus macht mit mir einen Neuanfang. Er hat alles weggewischt, was ihn verletzt hat. Und das ist auch etwas, was Jesus für uns will. Dass wir eben diese Verletzung, die wir vielleicht in uns haben, weil uns jemand verletzt hat oder weil wir jemand verletzt haben und dieser Stachel noch in uns ist, den will er uns wegnehmen. Er möchte nicht, dass wenn wir diesen Menschen sehen, dann sauer sind. Wem ist das nicht passiert, dass man mit jemandem nicht mehr klarkommt, man trifft ihn und in einem kommt so ein bisschen die Wut hoch und möchte am liebsten gleich dem an die Gurgel gehen. Aber davor will uns Jesus bewahren, weil es für uns selber auch nicht gut tut. Und wenn ich ein Nachfolger Jesus bin oder wenn ich ein Nachfolger Jesus sein möchte, dann muss ich das überwinden. Dann muss ich lernen, zu vergeben, mich zu versöhnen, aber auch um Vergebung zu bitten. Weil auch ich immer wieder Fehler mache. Weil auch ich immer wieder Menschen wehtun kann und wehtue. Bewusst oder unbewusst. Und deswegen ist es so wichtig, dass man lernt, zu vergeben und zu versöhnen. Und ich hoffe, dass, wenn du vielleicht jetzt jemanden im Kopf hast, der dir wehgetan hat, oder wo du denkst, ich glaube, ich habe den verletzt, dann geh auf diesen Menschen zu. Geh auf diesen Menschen zu, vergib ihm oder bitte um Vergebung und versöhne dich mit diesem Menschen. Weil das ist das, was Jesus von uns möchte. Ich hoffe, dass du das überwindest. Ich hoffe, dass du den Mut aufbringst. Weil manchmal gehört es auch ein bisschen Mut dazu, sowas zu machen. Aber ich wünsche dir Gottes Segen und Gottes Kraft, damit du das auch erreichen kannst.